Ich habe hier 5 Fragen für jede einzelne Person von euch und ich habe dort vorne 5 Meter vorbereitet. Wir haben Punktestände von 10, 8 und 7. Das heißt, Florian führt mit 10 Punkten, Hazel mit 8 Punkten. Das heißt, ihr beide geht zuerst in diese Position hier und seid die Wachfrau und der Wachmann und beobachtet diese 5 Meter dort. Kommt ganz schön mal rüber, setzt euch hier hin, zieht euch die Uniformen an. Ihr habt hier vorne einen Buzzer und ein Mikrofon. Wofür ihr das braucht, erkläre ich gleich. Matthias erkläre ich jetzt. Du kommst bitte mit mir, was du zu tun hast. Matthias? Diese 5 Meter da vorne sind für dich sehr, sehr wichtig, weil in jedem Meter kann ich dir eine Frage stellen. Das gibt dir die Chance, bei jeder richtigen Antwort einen Punkt zu bekommen. Das Wichtige ist, die beiden sind die Überwachungsmänner und Überwachungsfrau und die dürfen dich auf dem, kannst du ja mal hier kurz schauen, wie das aussieht, auf dem Monitor nicht sehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie willst du diese 5 Meter überbrücken, ohne dass man dich sieht? Ganz leicht, du darfst da hinten in die quasi Backstage-Area und da stehen ganz viele Sachen rum, die für andere Spiele noch sind oder weiß ich nicht was. Und du kannst dir was aussuchen, mit dem du verhinderst, dass du gesehen wirst, wenn du diese 5 Meter überbrückst. Matthias hat sehr breite Schultern, das wird sehr schwer. Und ihr seht zwar gerade richtig bescheuert aus. Ja. Du hast die Chance, diese 5 Meter mit 5 richtigen Antworten, mit 5 Punkten zu beenden. Einer muss den Job machen. Für euch beide ist wichtig. Du kannst gerne schon mal nach hinten gehen, Matthias. Du hörst jetzt dein Startsignal. Okay, ich gehe einfach nach hinten. Du gehst nach hinten, holst dir was. Wenn du was gefunden hast, mit dem du dich so gut verstecken kannst, dass die beiden dich nicht sehen können, schönen guten Abend. Hallo. Meldest du dich hier vorne zurück. Du schreist da einfach rein oder du schreist da rein. Ihr buzzert und dann sagt ihr, oh, warte hier, ich hab den Fuß. Dürfen wir mal üben? Ja. Oh, warte hier, ich hab den Fuß! Aber jetzt kommt's. Ihr könnt natürlich auch ihm einfach jetzt ein Schnippchen schlagen und sagen, ah, ich hab den Fuß gesehen und wollt nicht, dass er Punkte macht. Wir schauen dann aber ganz genau hin, stoppen das und können noch mal ganz genau nachgucken, ob man wirklich was gesehen hat. Solltet ihr dann richtig liegen, super. Solltet ihr falsch liegen, darf er natürlich weitergehen. Man hat aber die Punkte, die man bis dort gesammelt hat. Ja, okay, sehr gut. Matthias? Ja? Wo bist denn du? Ich bin hier. Okay. Bist du ready? Ich bin ready, mein Lieber. Okay, du bestimmst, wann du losgehst und sobald ich dich sehe, stelle ich dir die erste Frage. 5 sind es in Summe für jeden Meter 1. Also ich komme dann jetzt raus und du siehst du mich kommst nicht. Jetzt raus. Oh, du kommst jetzt raus und sobald ich den Gegenstand sehe, okay. Wie heißt die einwohnerreichste Stadt in Niedersachsen? Ja, der Florian David Hitz. Ich sehe die Füße. Willst du mich verarschen? Wie soll ich denn laufen ohne Füße? In der Spiegelung. Ein bisschen zurück, dann sieht man sie ganz gut. Da ist der Fuß, da war er, da war er. Da, guck mal. Da war er. Das ist eine Schweighöfer-Zehe, wenn ich eine kenne. Sag doch mal bitte, was ihr da gesehen habt. Das ist dein Fuß. Was ist denn das? Da. Hört mal kurz zu, wenn ihr das so ernst nehmt, dann sitzen wir bei dem Part wirklich Stunden. Ja? Die Leute haben Familien, man kann ja auch mal ein Auge zudrücken. Meine Fresse. Die sitzen hier, man sieht so klein, vielleicht einen Schuh, es könnte aber auch eine Maus gewesen sein. Ja, es war eine weiße Maus aus Leder. Also ich habe eine weiße Maus gesehen, ihr müsst mir sagen, ob ihr die auch eine Kollegin weiße... Die Kollegin und der Kollege haben sich getäuscht, es ist eine weiße Maus gewesen. Okay, dann machen wir weiter. Matthias? Warte! Hä? Oh Gott. Okay. Okay. Ja, jetzt mal ehrlich, also wenn ihr jetzt so pingelig seid, ihr seid auch noch dran. Reg dich doch nicht auf, Mann. Hast du dich gut verkleidet? Kann man dich noch sehen? Ja, scheinbar ja. Okay, wenn du da vorne drin bist, gut. Oh. Wie heißt die einwohnerreichste Stadt in Niedersachsen? Boah, Alter. Hannover? Richtig. Muss weitergehen. You're the one that I want ist ein bekannter Song aus welchem Musical? Ich hab die Frage nicht, dann frag doch mal. You are the one that I want ist ein bekannter Song aus welchem Musical? You are the one that I want. Bodyguard? Nein. Es ist Grease. Wie heißt die offizielle Landeswährung in Schweden? Oh Gott, sind das Kronen? Nee. Kronen? Ja. Wenn du Kronen sagst? Dann meine ich Dänemark. Ja, wenn du Kronen, du musst sagen, was du sagst. Ach, ist mir doch egal. Nein, Matthias, bitte. Ich nehme Kronen. Kronen ist richtig. Welcher
Du musst auch weitergehen. Welcher Rapper heißt mit bürgerlichem Namen Aykut Anan? Woher soll man sowas wissen? Kannst du es bitte nochmal sagen? Aykut Anan. Ice-T? Nein. Haftbefehl. Wie heißt der Wookie, der im Star Wars-Universum Han Solos Freund und Co-Pilot ist? Du musst weiterlaufen, Matthias. Was machst du? Chewbacca. Chewbacca ist richtig. Matthias, du hast die Distanz überbrückt. Was? Sehr gut gemacht. Vielleicht sagst du kurz Danke. Also, ich muss erst mal sagen, fliegender Teppich. Muss man erst mal drauf kommen, ihr Lieben. Ne? Fliegender Teppich. Gut, Hazel, du bist punktemäßig die Nummer 2 hier. Deswegen würde ich dich jetzt bitten, dir ebenfalls hinten einen Gegenstand auszusuchen. Matthias geht zusammen mit Florian David Fitz in die Wache. Danke. Du kannst dich hier hinsetzen, Matthias. Ja. Also. Nina Schuber hat geantwortet. Wollen wir uns das anhören, was sie sagt? Bitte gerne. Ja, die Zeit haben wir. Die Zeit haben wir, solange Hazel sich was aussucht. Hazel sucht sich hinten was aus. So, dann spiele ich das mal ab. Spiele ich das mal ab, Leute. Während sich Hazel das aussucht. Hallo, ihr Lieben. Nee, da. Ja, das ist ja schön. Das freut mich sehr. Es scheint ja nach viel Spaß mit den ganzen Leuten. Dann habt doch eine schöne Aufzeichnung. Ich schlende hier gerade durch Wien. Ich kann jetzt auch leider nicht mehr. Ich gehe jetzt durch einen Tunnel. Hört ihr, wie laut das ist? Ich muss ganz schnell auflegen. Haben die original so getan, als ob da ein Tunnel kommt? Ein Tunnel. Vielleicht fand sie unsere WhatsApp-Gruppe doch nicht so cool. Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht ist das Ding auch einfach, vielleicht dachte sie so, da melden sich die beiden über 40-Jährigen. Ne? Wir sind halt einfach auch nicht mehr so jung. Vielleicht sind wir einfach uncool in ihren Augen. Du meinst, wir könnten für sie schon vielleicht richtig alt sein? Für Nina Chuba sind wir richtig alt. Ich glaube auch, oder? Boah, das ist gruselig. Hazel! Ja, Hazel, ja, du musst uns retten. Das ist wirklich eine ganz traurige Situation hier gerade. Ich komme, aber du musst mir wahrscheinlich sagen, wann ich anhalten muss. Okay, du sagst mir einfach, wann du ready bist und läufst. Oh, ich bin ready. Dann bitte, lauf gerne los, sobald wir dich hier sehen können oder dein Versteck sehen können. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt. Ich kann dich leider nicht sehen. Ah, jetzt. Ja, ich komme. Ist alles. Wie heißt die einwohnerreichste Stadt in Hessen? Frankfurt am Main. Goldrichtig. The Music of the Night ist ein bekannter Song aus welchem Musical? West Side Story? Phantom der Oper. Sie kriegt das Publikum. Jetzt müssen wir. Oh, du musst. Du musst nach links, links. Links, Hazel. Mein links? Ja, ja, dein links. Okay, unser links. Wir haben ja eigentlich alle dasselbe links. Genau, aber noch ein bisschen mehr links, weil du läufst gleich ins Publikum. Ja, Und jetzt kannst du wieder nach, genau, da, wo jetzt? Der Kopf ist, jetzt einfach vor. Super. Woher weißt du denn, wo mein Kopf ist? Wie heißt die offizielle Landeswährung in Polen? Oh, shit. Also das war noch nicht die Antwort. Warte mal. Oh, das ist irgend so ein crazy Wort. Also damit mache ich mich jetzt nicht beliebt, aber polnische Slotki. Bitte? Slotki. Überleg mal ganz scharf. Also polnische Slotki. Es ist leider falsch, es ist Slotti. Ja, gut, also wenn man... Ich hätte auch gesagt, wenn ich Slotti. Gut, wir müssen noch einen Moment warten. Ist okay, ich mach das. Wir warten nur, bis du im Film. Ich mach hier nur ein bisschen sauber. Ja. Hazel, wie lang ist denn dieses Ding? Geht es bis aus der Halle raus? Welche Rapperin heißt mit bürgerlichem Namen Barbara Davidavicius? Shirin David. Shirin David ist richtig. So bin ich übrigens auch auf der Met-Gala nächstes Jahr. Letzte Frage für dich. Wie heißt der Müllroboter, der die Titelfigur eines Pixar-Films aus dem Jahr 2008 ist? Wall-E. Wall-E ist richtig. Es ist ja wirklich absurd, wie lang ist denn das Ding?
Drei richtige. Hast du gut gemacht. Dankeschön. War anstrengend? War warm? Lass einfach liegen, ich weiß es. Es ist echt Arbeit, ganz unten am Boden zu sein. Ja. Aber das muss ich euch ja nicht sagen. Nein. Oh Gott, ich werde gerade live Flo, gecancelt. Nein. Flo, du müsstest deine Jacke bitte da lassen, damit Hazel sich auch wie eine echte Wachfrau fühlen kann. Sind die ganzen guten Sachen weg. Ich fand das richtig gut, wie du aussahst als Teppich. Es war wie dieses riesige Auto, das diese Jawas bei Star Wars fahren, weißt du? Es war sehr gut. Oder wie das Auto bei Dumm und Dümmer. Stimmt. Ich glaube, Flo hat was gefunden. Er hat was gefunden. Oh Gott. Flo, wann immer du ready bist, du läufst einfach los. Sobald wir dich sehen, stelle ich dir die erste Frage. Du musst laut sprechen! So. Ja, das, was ich Sobald du fertig bist, gehst du bitte los. Sobald wir dich sehen, stelle ich dir... Okay. Die schöne Müritz. Was? Die schöne Müritz liegt in welchem Bundesland? Was? Die Müritz. In welchem Bundesland liegt die? Oh, ey, keine Ahnung. Sachsen? Nein. Mecklenburg-Vorpommern wäre richtig. Weiter geht's. Phil Collins wurde als Mitglied welcher Band weltberühmt? Genesis. Richtig. Tuareg. Tuareg heißt ein Modell welches Automobilherstellers? VW. Volkswagen ist richtig. Und eine weiter, bitte. Warte, ich muss dir kurz die Richtung vorgeben. Ein bisschen, warte, ich drück dich ein bisschen in die richtige Richtung. Genau, da ist gut. Da ist gut. Da ist gut und jetzt gleich einfach genau in der Richtung weiterlaufen, dann funktioniert's. Keine Ahnung, welche Richtung das ist. Aber einfach jetzt da, wo der Kopf vorne ist, weiterlaufen. Wenn nicht, trete ich gegen die Tonne und korrigiere es. In welchem Grimmschen Märchen wird eine Prinzessin mit einem Apfel vergiftet? In Schneewittchen. Schneewittchen und ist die richtig. Zwerge. Boah, ist sehr gut gespielt. Du bist auf dem letzten Meter. Welcher legendäre US-Rapper hatte einen Hit mit Without Me? Ey, ich und Rapper immer ihr. Keine Ahnung, 50 Cent? Nein, das ist falsch. Eminem wäre richtig gewesen. Aber... Du hast es geschafft. War warm? Nein, ja, ist ein bisschen warm. Das war sehr, sehr, sehr gut. Aus. Ihr habt das sehr, sehr gut gemacht. Ihr könnt die Jacken wieder ausziehen. Matthias, Ladies and Gentlemen, das waren 5 Meter 5 Fragen.